Hallo Reinhard, grüß dich! Ja, super, dass wir das heute machen. Ja, freut mich auch. Mir war eh schon langweilig. Ich bin froh, dass wir das machen können. Sehr gut. Ja. Ich bin selbstständige Musiklehrerin und unterrichte Gitarre, Blockflöte und seit 2017 auch die Ukulele für Kinder und Erwachsene. Neuerdings sehe ich meine Schülerinnen und Schüler über Videokonferenz. Wir können klassisch am Notenspiel arbeiten, mit Playbacks spielen und entspannt über musiktheoretische Themen diskutieren. Manchmal gibt es Rätselspiele bis hin zum musikalischen Sudoku. Wir, das heißt ich als Lehrerin und die Schülerin bzw. der Schüler, brauchen beide ein Gerät, mit dem Videotelefonie möglich ist. Das kann das Handy, das Tablet, der Laptop oder ein Standcomputer sein. Dieses Gerät hat meist eine eingebaute Kamera, die sollte man auf sich selbst und auf das Instrument ausrichten können. Möglicherweise kann man das mit dem Cover des Geräts, ansonsten mit einer Halterung oder einem Notenständer. Und dann kann es schon losgehen. Natürlich sollte das Instrument schon vorher gestimmt sein. Dazu gibt es schon ein Video von mir, den Link findet man rechts oben in der Ecke bei den Infokarten oder in der Videobeschreibung. Wahlweise kann man sich als Schülerin bzw. als Schüler ein Metronom bereitstellen. Auch ein Gerät für Playbacks. Das kann der CD oder der MP3-Player mit einem Lautsprecher sein. Und diese sollten in der Nähe des Instruments stehen, damit beides, Musik und Playback, bei mir in etwa gleich laut ankommen kann. Na, auch Lust bekommen? Dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du auch in der Videobeschreibung oder geh auf meine Website www.ukulelefee.at.